In Dresden bei Dynamo sind wir verabredet mit Cheftrainer Walter Fritsch und mit Abwehrorganisator Hans-Jürgen Dörner. Zwei Siege, kein Gegentreffer. Walter Fritsch, waren Sie mit den Leistungen Ihrer Mannschaft vollauf zufrieden? Nach den Ergebnissen zu urteilen, muss man zufrieden sein, denn immerhin war das in Ruchorschow eine sehr gute Leistung der Mannschaft, deckungsmäßig und auch angriffsmäßig. Und zu Hause hat man gespürt, dass die Mannschaft also unbedingt das Spiel gewinnen wollte und was uns also auch in der zweiten Halbzeit restlos gelungen ist. Wie gesagt, Hans-Jürgen Dörner, das Tor wurde reingehalten. Sie selbst haben einen Treffer erzielt, den goldenen in Chorzów. Was bereitet eigentlich mehr Freude? Gegentreffer zu vermeiden oder selbst ein Tor zu erzielen? Ja, ich möchte in erster Linie da meine drei Verteidiger nennen, die mir das Spiel ermöglichen in Chorzów. Die haben sehr gut gedeckt, sodass ich immer in die Offensive gehen konnte jetzt und auch das einzige Tor erzielen durfte. Und was macht mehr Spaß? Ja, Tore erzielen macht mehr Spaß. Noch ein Tor zu erzielen. Nun, der nächste Gegner ist bekannt, die Auslosung war. Er kommt aus Portugal und heißt FC Porto. Ihr Kurzkommentar zum neuen Kontrahenten in Runde 3. Ja, der FC Porto ist für uns ein relativ unbekannter Gegner, obwohl wir von seinen Ergebnissen gehört haben. Sie haben den FC Barcelona und den FC Brügge herausgeworfen aus dem UEFA Cup. Und es wird sicherlich für uns ein sehr schweres Spiel werden. Und wie sieht der Trainer die neue Aufgabenstellung? Na, ich habe die letzte Kritik gelesen von der Mannschaft, dass sie gegen Benfica Lissabon 3-2 in Lissabon verloren haben. Das beweist mir, dass es eine Mannschaft sein muss, die immerhin sehr stark ist. Denn in Lissabon zu gewinnen, ist nach meiner Meinung eine sehr gute Leistung notwendig. Ich möchte sagen, dass ich die Gelegenheit nehmen werde, mir die Mannschaft selbst anzusehen in Bordeaux, um dann meine Mannschaft darauf einzustellen, in Bordeaux das Spiel so zu gestalten, wie das wir in den letzten Spielen jetzt bereits schon in Punktspielen und auch in Chorzów durchgeführt haben. Dass das nach meiner Meinung möglich sein wird, wenn die Mannschaft diese Verfassung und Form hält, die sie zurzeit hat.